Na guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu meinem Let's Play von MD Starcraft Shadow Version. So, ich habe mich entschieden, wir gehen den längeren Weg. Radweg habe ich jetzt keine Lust momentan. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal diesen Weg und dann versuchen wir unsere Pokémon noch ein bisschen zu trainieren. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. So, wir gehen hier diesen Angelweg. Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Das ist aber cool, was haben wir denn? So, wenn die Wasser-Pokémon haben, könnten wir es eigentlich auch mit dem Myrabla versuchen. Ich guck mal, ob ich noch einem Angler begegne. Ich mach's mal spaßenshalber. Wir versuchen es mal. Es ist einfach dann auch spannender für die Zuschauer. Aber ich glaube, das war's. Ich glaube, es kommen gar keine Wassertrainer mehr. Nee, das war's vielleicht schon. Okay, das können wir auch nicht mit dem Myrabla machen. Das machen wir mit unserem... Der macht immer Erholung, das nervt. Da müssen wir eben versuchen, seine Verteidigung zu senken. Seine Spezialverteidigung mit Psychokinese senken. Okay. Hat schon geklappt. Reicht schon. Sehr gut. So. So, absolut. Super, haben wir das gemacht. Und wir machen weiter. Und gucken mal, ob hier noch ein paar Wassertrainer kommen. Ah, hier kommt einer. Elektrizität ist meine Stärke. Na, das ist ja ein Idiot. So war es eigentlich nicht gedacht. Naja, machen wir mal mit Aquana das. Finale kann wehtun, vor allen Dingen, wenn es ein Volltreffer wird, wie man gerade gesehen hat. Also, ich habe jetzt Angst, dass der Explosion macht. Meine Verteidigung ist gesunken. Au, 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 Elektroball kann problematisch sein. Das ist gerade nochmal so gut gegangen. Ah, das war schon ein bisschen knapp. Pokémon Center kommt, glaube ich, hier nicht. Naja, es wird schon klappen. Es wird nicht nochmal so ein Elektro-Trainer kommen, denke ich. Garbador, na das ist doch cool. Leider tut ein Garbador so gut wie keinen Erfahrungspunkt gegeben, das ist ein bisschen schade. Eisen, okay. Diesmal geben wir es ja unserem Garados mal. Da kann auch mal ein bisschen Eisen gebrauchen. Eisen brauchen wir alle. So, kommen wir hier vorbei? Jawohl, sehr gut. Was haben wir hier eigentlich drin? Ist hier irgendwas Cooles drin? Nö, nichts. Da hat Vogel-Pokémon, die kämpfen wollen. Das kann man auch nicht mit VM-Sklave machen. Da machen wir das mit unserem Aquana. Das wird schon klappen. Stachelspore, nö, ich finde Giftbruder besser. So, aber jetzt müssen wir doch nochmal wieder zurückgehen, um etwas zu heilen, weil das wird mir jetzt doch ein bisschen zu riskant. Obwohl, mit dem Psycho können wir noch 1-2 Trainer machen. Hat sowieso bloß Taubsies. Mauzi. Radfratz. Pikachu. Und noch ein Mauzi. Na gut, da können wir sogar noch einen Trainer machen. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Können wir umgehen. Ich glaube, hier geht's lang. Hey, meine Pokémon möchten dich gerne kennenlernen. Was haben wir denn Cooles? Jetzt geht mir Psychokinese aus. Das heißt, wir werden jetzt auf alle Fälle mal zurückgehen, heilen. Genau. So, sind wir Level 33, aber Giftfolge brauchen wir wirklich nicht. So, und jetzt... sicher ist sicher, Leute, wir spielen Nuzlocke. Ich werde mal den lohnenden Weg zurückgehen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Vielleicht treffen wir noch ein paar Pokémon, die wir mittels VM-Sklave noch besiegen können. Auf dieser einen kleinen Route dort, die hier links nämlich ist. Hier sind, glaube ich, irgendwo noch versteckte Items, aber ich weiß gar nicht. Hypertrank, ja. Und hier oben ist, glaube ich, ein Äther. Das müssen wir machen. Das ist egal.
Okay, Ultraschall tut weh, aber ach Mann, ich habe keine Lust. Unsere Pokémon sind einfach zu schlecht. Noch zu schlecht für sowas. Aber das ist kein Problem hier. So, jetzt nehmen wir aber unser Psycho hier vorne an und gehen einfach hier oben lang auf den kürzesten Weg nach Orania City. Sehr gut. Hier ist noch ein Trainer. Das hätten wir jetzt doch wieder mit dem anderen Pokémon machen können. Na gut. Aber sicher ist sicher. So, zack, sehr gut. Was sagt unser Pokédex? Neuen Pokémon. Es sind immer noch keine 10. Das hätte ich gesagt, wenn wir immer hier sind, holen wir uns Blitz. Aber so ist es wohl nicht gewünscht. So. Ach, jetzt habe ich den auch noch gemacht. Das ist ja hohl. Na komm, eine Konfusion können wir verkraften. Mache ich jetzt nicht, ich muss AP sparen. So, sehr gut. Schauen wir mal. Ich denke, jetzt müssen wir es bis Fuchsania City ohne Zwischenstopp schaffen. Gucken wir mal, die haben wir als letztes gemacht. Ist sowieso, glaube ich, eine Sackgasse. Ja, ist, glaube ich, eine Sackgasse. Das ist blöd. Es wäre schön, wenn wir mal AB Plus oder so finden würden. AB Plus wäre cool. So, Level 34. Ich dachte immer, hier ist ein Item, aber stimmt offenbar gar nicht. So, den können wir ignorieren, den können wir ignorieren. Den können wir ignorieren, sehr gut. Können wir ja mit zur Schneiderei? Nö. Aha, jawohl, sehr gut. Hier kommen wir mit zur Schneiderei. Müssen wir zwar ein paar wilde Pokémon besiegen, glaube ich. Ne, müssen wir gar nicht. Hä? TM20, was ist denn das Cooles? Raserei, so ein Rotz brauchen wir nicht. So, jetzt sind wir in Fuchsania City. Dann machen wir gleich die Sache mit der Safari-Zone, wenn wir einmal hier sind. Da finden wir auch noch ein paar gute Items auf dem Weg. Ja, ich möchte auf die Jagd gehen. Sehr gut. Wir brauchen nämlich Goldzähne und... Ich will mir sowas nicht fangen. Obwohl ein Kokowai wäre auch ziemlich gut. Aber das ist jetzt vorbei. Ich habe Flucht gedrückt und da wir Nuzlocke spielen, war es das damit. Mehr können wir uns hier leider nicht holen. Noch 275 Schritte, das sind genug, da kriegen wir es hin. TM40, was ist das Cooles? Schädelwummel, ach, das ist auch ziemlicher Rotz, was man nicht unbedingt brauchen tut. Protein, wer sollte mal mehr Angriff kriegen? Unser Psycho, noch ein bisschen Angriff, dass Triplette etwas stärker ist. Goldzähne und ich glaube hier brauchen wir das auch noch. Da kriegt man noch die VM3, sehr gut. So, Surfer. Kriegt unser hier, der besser als Aquaknarre auf jeden Fall. So, und das Garados kriegt auch noch Surfer. Surfer ist einfach eine gute Attacke. Statt Tackle, na klar, sehr gut. Super mitgearbeitet, aber wollte ich dem eine Stärke geben? Dann müssen wir Drachenwut dann verlernen. Kann ich so nicht ändern. So, jetzt gehen wir die letzten Schritte noch ab hier, bis wir zu Ende sind. So, sehr gut. Sehr gut mitgearbeitet. Was wollte man alles verkaufen, wenn wir eben mal am Verkaufen sind? So, müssen wir mal schauen. Also, Doppelteam. Doppelteam ist OP. Das brauche ich.
Die 40 können wir verkaufen. Und die 20 können wir verkaufen. Die 40. Und die 20. Und ein Fluchtseil brauchen wir auch nicht. Okay, was haben wir noch? Das war's. Na, sehr gut. So, jetzt holen wir uns noch Stärke und diesen Sonderbonbon, den es hier gibt. Aber ich glaube, die Stärke können wir noch gar nicht einsetzen. Hier haben wir noch eine Profi-Angel. So, zack, und hier. Zack, hier den seine Goldzähne. Und VM4 haben wir jetzt gleich noch. Müssen wir Drachenwut eben verlernen. So, das können wir sowieso, glaube ich, noch nicht einsetzen. So, jetzt machen wir den Orden hier. Das können wir auch alles mit unserem Psycho, denke ich, machen. Mal gucken, wie wir es hinkriegen. Aber ich würde sagen, wir machen mal einen etwas kürzeren Part. Wir beenden den hier mal an dieser Stelle. Und im nächsten Part machen wir das dann. Mal gucken, wie das klappt. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal, liebe Freunde. Und bis zum nächsten Part. Euer MT.